So, willkommen zurück. Mass Effect Andromeda, Folge 72 inzwischen schon. Wir nähern uns der 100. Und ich habe gefühlt irgendwie immer noch nicht verstanden, was wir hier eigentlich tun. Die Geschichte baut sich echt sehr, sehr langsam auf, muss ich zugeben. Aber wir kommen zurück, Folge 72. Und jetzt gucken wir mal, wir können wieder zurückeiern, glaube ich, oder? Genau, unsere einzige Aufgabe ist, dass wir jetzt zurückgehen zum Stützpunkt. Das machen wir auch, glaube ich. Lebensfähigkeit 73%. Sparen uns den Rückweg. Und dann schauen wir mal, was die Leute zu sagen haben. Ein Alien, das die Relikte benutzen kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal erlebe. Meine Tante hatte ein Relikt-Artefakt, das sie öffnen und wieder schließen konnte. Sie hat allerdings viele Jahre gebraucht, um es zu lernen. Und es hat auch nicht immer geklappt. Sie musste sich dafür unglaublich konzentrieren und konnte nie erklären, wie genau sie es gemacht hat. Assistent Torva. Schön, Sie wiederzusehen, Pathfinder. Wir können uns später weiter unterhalten. Ich werde hier sein. Oh, dann sprechen wir mit Kiran. Pathfinder Ryder, Sie haben heute etwas Bemerkenswertes geleistet. Sie hatten Erfolg, wo Sorai gescheitert ist. Es muss. Was machen Sie denn hier unten? Ich erneuere alte Bande. Die Unterhaltung mit ihnen hat mir die Augen geöffnet. Ich sah ein Alien, das sich für uns einsetzte, obwohl wir selbst längst aufgegeben hatten. Wir haben uns zu lange abgeschottet, aber vielleicht können wir ja ein Gleichgewicht finden. Ich denke, wir alle müssen ein Gleichgewicht finden. Ach, Tavos ist auch wieder da. Tavos? Ich hatte nicht damit gerechnet, Sie hier zu sehen, aber ich muss sagen, es ist eine angenehme Überraschung. Ich habe in kurzer Zeit vieles gelernt. Die Rokar wollen einfache Lösungen, aber nichts ist jemals einfach oder gewiss. Nicht wahr? Ich wünschte, diejenigen, die getötet wurden, hätten das erkannt. Aber nach allem, was ich gesehen habe, muss ich darauf hoffen, dass sie nicht für immer verloren sind. Diese sonderbare Erinnerungsübertragung... Reinkarnation. Wie auch immer. Ich habe jedenfalls vor, Ressourcen für Ihre Erforschung bereitzustellen. Und wer weiß, vielleicht finden wir die Wahrheit ja eines Tages tief unter unserem Aberglauben vergraben. Was sagen Ihre Prognosen? Wird Haval es schaffen? Wir konnten bereits Verbesserungen erkennen. Sie sind zwar nur klein, statistisch gesehen jedoch überaus bedeutend. Es wird Zeit brauchen, aber der Planet wird heilen. Wir haben hier in Dar-Palath genügend Platz. Außerdem werden wir Hilfe brauchen, um den Zustand Havals zu überwachen. Würden Sie Ihren Leuten ausrichten, dass sie herzlich eingeladen sind? Wir freuen uns über jeden, der uns helfen kann. Oh. Natürlich, das mache ich gern. Dann verabschiede ich mich jetzt. Es gibt so viele Daten zu analysieren. Ist das zu glauben? Zum ersten Mal... Hä? Was ist denn da jetzt passiert? War mitten im Gespräch der Monitor, nicht der Monitor ausgegangen, sondern mitten im Gespräch hat das Spiel mich einfach rausgeschmissen. Aus der Zwischensequenz. Nächster Schritt, Welten zur Prüfung finden. Liam Costa, Außenposten Welten. Okay. Das war ja crazy gerade. Kommunikationstürme, Update. Ich freue mich zu hören, dass die Cat ihren Forschungsposten nicht erreicht haben. Wir haben dieses Glück hier nicht. Das habe ich schon mal gehabt, oder genau? Ich bin in Gefahr. Eine Pflanze hat mein privates Shuttle in Stücke gerissen. Ich hätte drin sein können. Der alte Lusch? Was macht der denn hier? Ja,
Ich will Sie nicht länger stören. Sehr gut. Achten Sie da draußen auf die Pflanzen. Die sind fies. Das war jetzt echt komisch vom Spiel. Das war so abrupt. Ja, wir sind hier fertig. Kann ich mal mit Kieran reden? Pathfinder Rider. Nein. Ich sollte jetzt gehen. Mögen die Sterne für Sie strahlen, Pathfinder Rider. Aber wir haben Freunde gewonnen. Das heißt, sie wollen auch unsere Unterstützung haben. Das ist nett. Ja gut, haben wir denn jetzt die Lebensfähigkeit auf 100%? Ne, 78%. Aber viel mehr Aufgaben habe ich hier auch gar nicht mehr, oder? Auf Helios Aufgaben, Haval zum Weisen Amut zurückkehren, in alten Palais nach Aufzeichnungen suchen. Ah, da muss ich jetzt nochmal zurück, okay. Dann machen wir das noch schnell. Wo ist denn das jetzt genau? Das ist da oben, da kann ich mich nicht hin teleportieren. Doch, hier oben. Legen wir das noch schnell ab. Über meine Schwester herausgefunden. Pala hatte recht. Sie haben alles dokumentiert. Ihre Schwester wurde auf Haval verlegt. Dieses Datenlaufwerk müsste die Einzelheiten enthalten. Danke. Mit dieser Information könnte ich Amara wiedersehen. Aber der Gedanke, von hier wegzugehen, macht mir Angst. Das ist mein Zuhause. Wenn ich gehe, breche ich mit meinen Pflichten. Was ist, wenn ich nie mehr zurückkehren kann? Das ist seine Entscheidung. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es das Richtige ist, wenn Sie gehen. Ich will nicht an einem unfreundlichen Ort sterben. Und wenn ich gehe, könnte das passieren. Vielleicht eine Nachricht. Ein Brief. Vielleicht würde das ausreichen. Gut, haben wir das auch abgeschlossen. Nice. Ich glaube, jetzt bin ich wird erstmal alles hinter mir gelassen. Questmäßig auf Haval sind wir, glaube ich, fertig. Dann schauen wir mal, dass ich runtergehe und zum Schiff fliege. Porte. Und nochmal mit den Leuten rede. Ich glaube, wir sind auf Haval erst einmal fertig. Ich habe jetzt auch keinen weiteren Bereich gefunden, obwohl ich hätte wahrscheinlich noch weiter hinten weiterlaufen können. Aber jetzt gehe ich erstmal zur Crew. Mal gucken, ob da noch irgendwas geht. Und wir können ja auch mit Dingsbums gehen. Wir verlassen jetzt Haval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. So, da sind wir wieder. John sagt, Evra wartet auf Ihren Anruf, Pathfinder. Genau, Evra war das. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Jede Menge neuen Scheiß. Dann sprechen wir erstmal, glaube ich, mit den beiden hier. Gil, O'Connell und Serena waren Monate damit beschäftigt, unsere Systeme zu koordinieren. Sie können diese Verbindung nicht einfach spontan umgestalten. Gil, ich weiß, dass Sie mich hören. Das ganze Schiff kann Sie hören. Ich höre nur nicht zu. Streiten Sie sich schon wieder? Glauben Sie mir, ich bin darüber genauso unglücklich wie Sie. Die beiden wären echt keine Freunde mehr, oder? Was kann ich für Sie tun?
gucken, ob er noch ein paar Geschichten auf Lager hat. Erzählen Sie mir mehr über das Schiff. O'Connell, unser Systemdesigner, hat ein Modell für die Energieverteilung im Schiff entworfen und installiert. Aber er hat vergessen, sein Terminal zu sperren und wir haben es ein wenig verbessert. Der arme O'Connell war 2 Tage lang überzeugt, dass das Einschalten sämtlicher Lichter im Badezimmer den Maschinenkern überlastet. Achso, das haben wir, glaube ich, schon mal gehört. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Na, gute Kello, immer noch im Streit mit Gil. Gucken, was die gute Suvi zu sagen hat. Die Entdeckung Ayas war genau das, was wir gebraucht haben, Ryder. Die angaranischen Wissenschaftler haben ihre Kenntnisse so freigebig mit uns geteilt. Es war einfach unglaublich. Ja, zumindest eine unserer Erstkontaktsituationen ist gut verlaufen. Richtig. Die Cat. Habitat 7. Ich bin dankbar dafür, dass die Angara das Risiko einer Zusammenarbeit mit uns eingegangen sind. Ich fürchte nur, nicht alle von ihnen sind derart freundlich. Einige schenken einem schnell ihr Vertrauen. Bei anderen muss man es sich verdienen. Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. So, dann checken wir mal unsere E-Mails. Ach du Scheiße. Holy shit. What the fuck? Asari-Flüchtlinge. Ryder von Korra. Ryder, es gibt Berichte über Asari-Flüchtlinge auf Eos. Sie haben es geschafft. Vielleicht wissen Sie auch etwas über Ihre Arche. Unterhalten wir uns, wenn Sie Zeit haben? Natürlich, mein Herzchen. Hawaii-Einsatz des Wissenschaftsteams. Ach, das ist jetzt das Team, was Kiran als Unterstützung beantragt hat, in Anführungsstrichen. Die Nexus hat die Genehmigung erteilt, ein multidisziplinäres Team auf Hawaii, auch bekannt als Habitat 3, zu stationieren, um die angarischen Bemühungen dort zu unterstützen. Premier ist Teammitglied Dr. Hawkins McLintry, Xenoanthropologie, Farah Kassian. Kassian, der Name sagt mir irgendwas. Kassian. Botanik, Umwelttechnikerin. Farley Barra, Entomologie. Und Cody Haldwin, Quartiermeister. Sowohl das angarische Team als auch das Nexus-Team haben Interesse daran geäußert, dass der Pathfinder Hawaii erneut besucht, um die Kultur und übergreifenden Bemühungen zu beobachten. Benedict Gavin im Auftrag von Director Addison. Na, das ist doch schon mal was. Ein sinnloses Vorhaben. Ryder von Gil. Ihre Crew spielt jetzt regelmäßig Poker, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und mich vielleicht irgendwann zu schlagen. Ich wette, das war PBs Idee. Sie haben sogar den armen Jar dazu überredet. Also ich brauche wohl so schnell keine Gehaltserhöhung. Wie es aussieht, strömen demnächst auch so jede Menge Credits in meine Richtung. Wenn ich was für Emojicons übrig hätte, wäre jetzt genau hier ein dämliches grinsendes Gesicht. Kontakte knüpfen. Von Liam. Info. Nach Aya habe ich als erstes versucht herauszufinden, mit wem man sich wirklich unterhalten kann. Denn wie wir alle wissen, sind die, die das Sagen haben, oft nicht sehr bodenständig. Jal hat mir ein paar Tipps gegeben und ich habe auch einige Namen von kleinen angarischen Kolonien. Es wird eine Weile dauern, bis sie uns vertrauen, aber das Wichtigste ist der Direktkontakt. Das habe ich bei der Krisenbewältigung oft beobachtet, vor allem nach einem Krieg. Falls Sie Nachrichten von Konsulin Versant sehen, das sind nur Kontaktversuche von mir. Costa. In Klammern, Liam hat eine Liste von Medien beigefügt, die sich mit dem Thema Erstkontakt beschäftigen. Dabei sind seriöse Science-Fiction und ein Asari-Video über den Erstkontakt mit den Menschen, das, wie sie uns wahrnehmen, heißt. Danke, Pathfinder. Pathfinder, vielen Dank, dass Sie Amurat geholfen haben, herauszufinden, was aus seiner Schwester Amara geworden ist. Das Wissen, wohin sie ging, hat ihm eine Last von der Seele genommen. Ich versuche ihm, seine letzten Monate so angenehm wie möglich zu machen, indem ich ihn darin bestärke, dass seine Entscheidungen richtig waren. Ich hätte nie erwartet, dass uns ein Fremder derart freundlich und verständnisvoll begegnen würde. Ich frage mich, ob unsere Isolation vielleicht ein Fehler war, wie wenig wir doch wissen. Sie haben uns
allen einiges zum Nachdenken gegeben, Pala. Stimmt ja, der hat ja, der ist ja krank, ne? Der hat ja nicht mal so lange zu leben, der Kollege. Scheiße. Ausgewogene Ernährung von Lexi. Hallo Wilder, im Rahmen meiner Aufgaben für das körperliche und geistige Wohl der Crew zu sorgen, sende ich Ihnen hiermit einige Tipps für eine ausgewogene Ernährung. Das hat sie uns doch schon mal geschickt. Kommunikation von Jarl. Pathfinder, Wilder von der menschlichen Initiative. Evra, der Anführer unseres Widerstands, hat mich privat kontaktiert. Er ist extrem beeindruckt, dass wir unseren Wissenschaftlern auf Haval helfen konnten. Und ich habe ihm wissen lassen, dass sie eine zentrale Rolle dabei gespielt haben. Vielleicht hat er ihnen all das schon gesagt, aber wie ich Evra kenne, hat er es wahrscheinlich nicht. Was mich angeht, habe ich viel über Vertrauen gelernt, diesem Team anzugehören und mich dafür zu öffnen, ihnen und den anderen zu vertrauen. Ich habe gelernt, dass Vertrauen eher ein Gefühl ist als eine Wissenschaft. Und es scheint eine universelle Wahrheit zu sein. Universell, verstehen Sie? Ich werde versuchen, in Zukunft noch mehr zu vertrauen. Dieser Einsatz könnte mein Leben verändern. Gern geschehen. Eine Heimat, wenn auch nicht unsere. Von dir. Ich bin stolz auf Haval. Sicher, es wäre cool gewesen, dort zu leben. Ein Pterodactyls Meer und der Planet wäre ein Jurassic-Jahrmarkt. Aber was wir für die Angare getan haben, wird viel dazu beitragen, dass wir gute Nachbarn werden. Und das brauchen wir, vor allem, weil die Geisel die Nachbarschaft stark einschränkt. Unsere Sicherheitsleute lernen von den Einheimischen möglichst viel über die lokale Fauna. Außenposten oder nicht, Haval ist eine Hilfe. Nett. Mit Cora reden. Ich würde aber sagen, das mache ich in der nächsten Folge. Direktor Addison von Haval aus kontaktieren. Okay, also wir müssen nach Haval nochmal gehen. Jetzt wird erst einmal ein Poise eingelegt und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss.